Indonesisches Breakfast. Chicken 1, 2, 3. Guten Morgen. Heute letzter Tag. Wie schnell die Zeit vergeht. Und wir machen heute nochmal Jakarta unsicher, weil das Spektakel ist bestimmt nochmal was ganz Besonderes. Uber bestellt, kommt in 3 Minuten. Also Uber ist hier in Indonesien wirklich toll, weil du über die Kreditkarte bezahlst und kein Geld in die Hand nehmen musst und der Fahrpreis einfach von der App gemacht wird und du wirst halt nicht so abgezockt. Das ist eigentlich ziemlich gut und es kostet die Hälfte von einem normalen Taxi. Ich fahre jetzt vom Flughafen zum National Monument, das ist mitten in der Stadt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, weil der Verkehr ist echt crazy hier. Mittlerweile bin ich schon eine Stunde unterwegs und hier ist ein Stau, das ist der Wahnsinn. Aber an Stau sieht man ja, dass sich hier ordentlich was entwickelt. Thank you, bye. Unfassbar, aber wahr, ich bin da. Es hat 1,5 Stunden gedauert. Und jetzt stehe ich hier am National Monument von Jakarta. Und man kann leider nicht hin, weil es hier zu ist. Thanks. Die sind hier wieder so geil, die Leute. Hier ist man wieder so am Puls der Kultur. Im Gegensatz zu diesen ganzen Touristenzentren. Hier ist so das wahre indonesische Leben. Hallo. Hallo. How are you? Fine. Perfekt. See you. Bye. So sind die hier alle drauf. Das ist so geil. Der Bürgersteig ist ja auch eher Parkplatz als Bürgersteig. Deswegen muss ich auf der Straße laufen. Das sieht irgendwie ein bisschen zu aus hier. 2 Etagen mit Geschäften und der Rest der Mall steht einfach leer. Mal eben Reifen gewechselt. Okay. Hallo. 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 Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, der intakte Bürgersteig. So, jetzt bin ich in Chinatown gelandet. Man muss so ein bisschen den Würgereflex von dem Gestank hier in den Griff kriegen. Dann ist es eigentlich ganz okay. Ich hab Bayer an der Uhr. Guck doch die Vögel an. Oh my God, it's so raining. Während es jetzt draußen in Strömen regnet, vertreibe ich mir die Zeit hier in der Shopping Mall. Trink mir einen Kaffee und lad mal mein Handy auf. Ein kleiner Break. Diese Stadt ist so verdammt, verdammt groß. Das ist der Wahnsinn. I like. Also es ist sowas von untouristisch. Mir gefällt das. So, und jetzt werde ich mir wieder ein Motortaxi schnappen und zu einer Mall fahren, wo es nur so indonesischen Kram gibt, weil ich brauche ja noch ein paar Mitbringsel für zu Hause. Man muss hier mit den offiziell Grünen fahren. Gojek. Das sind die Guten. Die anderen, die zocken dich nur ab. Und Jakarta ist definitiv keine Fußgängerstadt. Also immer irgendwie mit dem Auto, weil Bürgersteige gibt es irgendwie nicht. Und um sich hier dem Rhythmus anzupassen, muss man irgendwie fahren. Und man muss wissen, wo man hin will. Weil sonst wird es echt schwierig, weil es ist so verkackt groß hier. The language is danke and Achtung. Und what? Achtung. Achtung und danke. Yes. Sehr gut, sehr gut. Then my name is Audi. Your name is Audi? Yeah. Nice to meet you, Audi. That's so cool. Because my father like German car. Ah, really? Yeah. Really. And you get the name Audi because your father liked the German cars? Yes. That's so cool.
aber gerade noch mal was richtig Schönes gezeigt. Und zwar die Altstadt, die ist richtig schön. Und nach der Mall gehen wir in die Altstadt. I feel like all Europe. Okay. Okay, an der Mall angekommen. See you. Bye. Scheiße, jetzt ist die verkackte Mall dicht. Ich brauche doch noch ein paar Geschenke. Hier habe ich noch einen Markt gefunden, wo es so ein Schnickschnack gibt, den man gut mitbringen kann. Ein paar Souvenirs gekauft. So, jetzt schlendere ich hier noch ein bisschen durch Old Jakarta. Und ich gehe jetzt mal hier in dieses ehrwürdige Restaurant. I take a Bintang. Yes. Drop or bottle? Pardon? Tap or bottle? Bottle. Thank you. Das ist ja echt perfekt hier, um den Tag in Jakarta ausklingen zu lassen. Also ich habe wahrscheinlich nur so ein bisschen gesehen von Jakarta, aber ich habe schon eine Menge, glaube ich, gesehen und ich finde es eigentlich richtig cool. Ich hätte Lust, noch ein paar Tage länger hier zu bleiben und mehr zu entdecken. Aber auf jeden Fall ein Grund, um wiederzukommen. Wenn ich jetzt zu Hause bin, ich habe diesen Trip so wenig Zeit gehabt, ich bin so viel rumgetravelt. Wenn man nur 5 Wochen unterwegs ist, will man ja auch so viel wie möglich sehen und nicht dieses Open-End-Ding hat. Wenn ich jetzt zu Hause bin, mache ich auch mal ein Resümee von den ganzen Ländern und was mir besonders gefallen hat, was mir nicht gefallen hat. Meine Top 5s. Ja. Auf jeden Fall muss ich sagen, ist dieser Tag hier in Jakarta perfekter Abschluss für diese Asienreise. Ich liebe solche Megastädte. Ich finde das einfach nur mega spannend. Und ich muss sagen, die Leute hier sind super nett. Top. Alle Daumen hoch dafür. Hallo. Ayo. Ada mau foto duluan. Was mal richtig krass ist, wie jung diese Stadt ist. Wir sind nur junge Leute. Das ist der Wahnsinn. Ich bin total begeistert. Jakarta ist wirklich eine unterschätzte Megacity. Ich finde es total genial. Guckt euch das an. Two,